Willkommen, liebe Zuschauer, bei History Live, dem historischen Quartett auf Phoenix. Heute erstmals mit direktem Blick aufs Brandenburger Tor. Der Zweite Weltkrieg und wie wir damit umgehen. Darüber diskutieren wir heute mit dem ehemaligen Direktor des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes der Bundeswehr in Potsdam, Rolf-Dieter Müller, dem Historiker Sönke Neitzel von der London School of Economics und der ehemaligen Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer. Am 1. September vor 75 Jahren begann der Zweite Weltkrieg 1939. Exakt darüber haben Sie, Herr Müller, ein Buch geschrieben. Was ist die These und wie kam sie an? Naja, es gibt ja eine ziemlich fest betonierte Anschauung, wonach eben die Grundzüge des Zweiten Weltkrieges oder der hitlerischen Aggressionspolitik quasi in Mein Kampf festgelegt worden sind. Und die Vorstellung, dass Hitler quasi einen Fahrplan gehabt hat, der ihn 1939 zuerst gegen Polen, dann gegen die Westmächte führte und schließlich gegen Russland. Ich habe mich gefragt nach vielen Jahren der Beschäftigung damit, welche Vorstellungen Hitler in den 30er Jahren von einem möglichen Krieg gegen Russland gehabt haben mag. Denn so wie das Unternehmen Barbarossa 1941 gestartet ist, war das ja in den 30er Jahren noch völlig utopisch als ein Frontalzusammenstoß der beiden Militärblöcke. Und die andere Frage war, wann beginnt eigentlich im Generalstab die Vorbereitung eines solchen Krieges? Und ich habe versucht zu rekonstruieren, wie eben seit 1933 in Russland in einem zunehmenden Maße in das Kriegskalkül einbezogen worden ist. Und ich denke, dass man vieles neu betrachten muss, wenn man eben hier etwas intensiver als bisher auch die Rolle Polens in das Kalkül Hitlers einbezieht. Heißt das, Herr Neitzel, dass es in Sachen Zweiter Weltkrieg generell und in Sachen Kriegsbeginn im Besonderen auch speziell noch Tabus gibt, die die Forschung nicht durchbrechen kann oder will in Deutschland? Also Tabus gibt es natürlich immer, oder ich sage mal Deutungstracks, Wege, denen die Forschung folgt in jedem Land. Jedes Land hat so seine Lieblingsthemen und Themen, die sie nicht berücksichtigt. Und sicherlich gehört der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs jetzt nicht zu einem Thema in Deutschland, das besonders intensiv beforscht worden ist, weil man an der prinzipiellen Entschlossenheit Hitlers, einen Eroberungskrieg zu führen, auch er heute noch keinen Zweifel hat. Aber das heißt eben nicht, dass man nun genau die einzelnen Schritte versteht. Ich würde es nicht unbedingt Tabu nennen, sondern es gab andere Themen, vielleicht für die Deutschen wichtigere Themen. Also die Wehrmachtsfrage, saubere Wehrmacht, verbrecherische Wehrmacht in den 1990er Jahren, ganz intensiv diskutiert. Und es gibt eben Zyklen in der Forschung, nicht? Und auch vielleicht durch das Buch von Herrn Müller angeregt, kann man sich jetzt an einem solchen Thema wieder wenden und sagen, welche Vorstellung hatte Hitler überhaupt von einem Krieg gegen Polen? War das schon immer sein Ziel oder ist das nicht sagen, dann auch situativ gekommen, als die Polen sich Hitler eben nicht unterworfen haben und er dann zum Angriff geschritten ist? Eine andere Sicht als die gängige in Sachen Zweiter Weltkrieg halten manche Historiker ja für blanken Revisionismus, Frau Vollmer. Ist das für Sie Revisionismus, was Sie da hören? Oder frage auch mal, war der Krieg vermeidbar aus Ihrer Sicht? Ja, also tatsächlich gibt es ja immer sehr heftige und sehr polarisierte Historikerstreits, vor allen Dingen im Nachhinein. Ich gehöre zu denen, die schon in der Debatte, die wir jetzt über den Ersten Weltkrieg hatten, auch beim Zweiten Weltkrieg nach den Punkten guckte oder nach den Kräften, die noch willens und unter günstigen Umständen in der Lage gewesen wären, den Krieg überhaupt zu verhindern. Gab es die in also Sachen Zweiter Weltkrieg? Ich glaube, dass es so einen Determinismus gibt, oft auch bei den Historikern, die sagen, das war fast ein 30-jähriger Krieg. Der zweite folgte völlig aus dem ersten. Als erster hat de Gaulle das gesagt. Und diese Sicht, finde ich, ist immer sehr unbefriedigend, weil ich glaube, dass es immer auch Gegentendenzen gibt. Und tatsächlich gab es kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, jedenfalls im Generalstab, den Kern, der auch später der Kern des Widerstands gegen Hitler war, der aus welchem Grund auch immer, sei es nun, weil sie sagten, militärisch kann Deutschland einen solchen Krieg gar nicht führen,
sei es, dass sie schon die Verbrechen Hitlers erkannt hatten, sei es, dass sie wussten, dass er ein wahnsinniges Unternehmen vorhatte, nämlich als Konkurrenz zu Großbritanniens seegestütztem Weltreich ein Kontinentalreich zu machen, dass sie das für Hybrid hielten, gab es da schon Gegenplanungen. Und die hatten um das Münchner Abkommen herum das Ziel, einen Hochverratsprozess gegen Hitler anzustrengen und zu sagen, der führt einen Krieg, der wird Deutschland ins Verderben führen und damit an die nicht vorhandene Kriegsbereitschaft im deutschen Volk zu appellieren. Das ist nämlich ein Unterschied zum Jahr 1914. 1939 gab es bei den Deutschen doch immer noch eine Kriegsmüdigkeit. Und das ist etwas, was Hitler auch sehr irritiert hat und wo er sozusagen seine gesamte Propaganda darauf konzentriert hat, diese Nicht-Kriegsbereitschaft in der deutschen Bevölkerung zu überwinden. Dennoch ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Herr Müller, hätte dieser Krieg verhindert werden können? Und wenn ja, wie? Meistens kann man einen Krieg verhindern und das lässt sich natürlich am besten sagen, wenn er dann vorbei ist, weil man im Rückblick dann als Historiker rekonstruieren kann, wie es dazu gekommen ist. Und dann erkennt man noch etwas deutlicher, wo Irrwege beschritten worden sind, wo Irrtümer stattgefunden haben. Ich denke, man muss sich auch lösen von der Vorstellung, dass der Zweite Weltkrieg, so wie wir ihn kennen, sozusagen in den 30er Jahren in den Köpfen gewesen ist. Also wenn es also bei verantwortungsvollen Militärs 1938 Widerspruch gegen Hitlers Kriegskurs gegeben hat, dann war das natürlich geprägt von Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, aber eben mit der Perspektive eines Weltkrieges, eines umfassenden, lang andauernden Erschöpfungskrieges, für den die Wehrmacht nicht gerüstet war. Wenn man sich aber anschaut, wie ich das gemacht habe, wie die ersten Planungen für eine mögliche kriegerische Auseinandersetzung mit der Sowjetunion in der Wehrmacht seit 1935 laufen und nach dem Kriegsbild fragt, dann stellt man fest, dass natürlich es auch ein Kriegsbild von 1917-18 gab. Denn die Generale, die Hitlers Krieg vorbereitet haben, waren als junge Stabsoffiziere im Ersten Weltkrieg dabei und wollten nun beweisen, es besser zu machen. Und das ist das Modell eines Interventionskrieges, also nicht eines frontalen Schlages gegen die Sowjetunion, sondern die Vorstellung, dass es zu inneren Zerrüttungen in der Sowjetunion kommen könnte. Man hat sich ja gesehen, ab 1935 mit Stalins Säuberung, mit der Enthauptung der Roten Armee, mit der Liquidierung der Führungsschicht. Es gab immer Unruhen in Teilen der Sowjetunion, also etwa auch eine Unabhängigkeitsbestrebung in der Ukraine. Und das waren so Vorstellungen, die wir bei Hitler finden, auch in Teilen der Nazi-Partei und beim Generalstab, dass man in Übereinkunft des Antikominternpaktes, also mit Japan und Italien, aber auch unter Einbeziehung der Interessen Großbritanniens, auch Polens, eine ganz wichtige Sache, dass man eine Interventionsfront aufbauen könnte, um dann sozusagen hier in Russland eben einzugreifen und eben aber auch auf die Weise einen Krieg zu entfesseln, der eher an 1918-19 vielleicht erinnert hätte, als eben an den Krieg von 1941. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Rolle auch der Westmächte inklusive Amerikas ein Punkt gewesen wäre. Aber lassen wir das jetzt. Versailles war ja sicher eine der Voraussetzungen für Hitlers Aufstieg und damit für den Zweiten Weltkrieg. Aber hat Hitler nicht lange Zeit nur so getan, als wolle er nur Versailles revidieren, was ja auch sehr populär gewesen war, auch in den demokratischen Parteien Weimars? Und in Wahrheit hatte er schon ganz andere Ziele, nämlich die Eroberung von sogenannten Lebensraum im Osten. Also da muss man ja nur in Mein Kampf reinschauen. Da schreibt Hitler, dass die Grenzen von 1914 eben nicht ausreichen. Und Versailles war sicherlich ein Mühlstein um den Hals der Weimarer Republik, aber man kann natürlich überhaupt nicht sagen, dass nun von Versailles ein direkter Weg in den Zweiten Weltkrieg führt und nun, wie das ja oft gemacht wurde, dass nun Versailles nur am Aufstieg Hitlers und so schuld ist, die Weimarer Republik scheitern musste wegen Versailles. Also da war die Geschichte sicherlich offener.
Europa und auch Deutschland hatten ihre Chance auf Demokratie. Und die Weimarer Republik hätte natürlich, wenn auch einige Zufälle anders gelaufen wären, sehr wohl überleben können. Und es ist klar, dass Hitler es überhaupt, also als Propaganda, Sie haben es schon gesagt, als Propagandainstrument konnte er wunderbar gegen Versailles operieren, weil alle waren gegen Versailles. Das war, glaube ich, der einzige Nenner politisch, den es in der Weimarer Republik gab. Aber seine Vorstellungen, die er hatte, gingen natürlich viel, viel weiter von Anfang an. Darf ich? Also ich schätze das tatsächlich auch so ein, dass Versailles ein Damoklesschwert über der Weimarer Republik war. Nicht nur, also wenn man Hitlers Originalschriften, Texte und Reden liest, dann hat er faktisch an seinen Reden gegen Versailles erfahren, wie er ganze Volksmassen in einen Taumel ohne Gleichen versetzen kann. Das ist ganz deutlich, dass er da auch bei diesem Thema seine rhetorischen demagogischen Qualitäten entdeckt hat. Und das, finde ich, gibt auch eine Frage nach klugen Verträgen. Und das geht bis in die heutige Zeit hinein, auch zum Ende des Kalten Krieges. Man muss, wenn man einen dauerhaften Frieden will und nicht eine Fortsetzung von chauvinistischen Ressentiments in den Völkern, muss man Frieden mit dem Besiegten machen. Und ich finde, das ist zu kritisieren. Die junge Weimarer Republik war von Seiten der ehemaligen Gegner so sehr belastet. Ich glaube, wir haben bis vor 2 Jahren die letzten Reste der Kriegsschulden bezahlt. Das ist unauffällig gewesen, aber es war so belastet, dass jemand, der demagogisch, chauvinistisch argumentieren will, einer Bevölkerung, die sowieso eine Niederlage verkraften musste, der hatte dann sehr gute Chancen. Aber wir sehen doch heute, dass die Deutschen 1918 relativ gut davon gekommen sind. Also insofern könnte man noch argumentieren, der Versailler Vertrag hat einen Geburtsfehler gehabt. Die Amerikaner waren nicht beteiligt, die standen außen vor. Und die Russen waren nicht beteiligt. Also insofern, wenn beide Weltmächte dort eingeschaltet gewesen wären, dann hätte Deutschland eben eine Einkreisungsfront gehabt, aus der es nicht herausgekommen ist. Und die Weimarer Republik, auch die demokratischen Parteien, haben ja entgegen dem Geist des Friedens und der Versöhnung geheime Militärkontakte mit Russland gepflegt, beziehungsweise die Parteien haben das geduldet. Und damit ist im Grunde genommen schon ein Spaltpilz gewesen in diese französische Hegemonie hinein. Die Schwäche Frankreichs dann kommt noch hinzu in den 30er Jahren, sodass sich dann im Grunde genommen dieses System aufgelöst hat. Und es ist an seine Stelle keine wirksame Konstruktion getreten. Auch der Völkerbund konnte diese Aufgabe nicht übernehmen. Auch da sind die USA draußen geblieben. Die USA haben sich 1939 rausgehalten. Sie haben ihr Veto nicht auf die Waagschale gelegt. Ich denke, wenn sie entschlossen von Anfang an eine rote Linie aufgezeigt hätten, dann hätte es in Deutschland einen Militärputsch gegeben und die ganze Katastrophe wäre der Welt möglicherweise erspart geblieben. Das ist sie aber nicht. Und wir reden jetzt mal nicht mehr über Versailles, sondern über den Zweiten Weltkrieg und über die Rolle der Wehrmacht, die ja Hitlers Kampf- und Machtinstrument gewesen ist. Herr Neitzel, dieser kurzzeitige Sieg über Polen schuf ja nun schon und Frankreich dann erst recht, den Mythos von der deutschen Wehrmacht als eine kaum zu überwindende, hochmoderne Kampfmaschinerie. War sie das wirklich? Nein, das war sie so nicht. Es gibt ja dann diese Legende von den Blitzkriegen, die die Deutschen geplant und geführt haben. Der erste Blitzkrieg, den die Deutschen wirklich planen, ist der Angriff auf die Sowjetunion und der geht ziemlich schief. Und der Angriff auf Frankreich, dieser Sieg über Frankreich in den 6 Wochen, war natürlich ein Paukenschlag für die Welt. Aber wir wissen heute, dass er auch von unglaublich vielen Glücksfällen getragen wurde. Die Deutschen haben viel Glück gehabt, sie haben einen genialen Plan gehabt. Fichelschnitt durch die Ardennen. Jawohl, aber die Briten und Franzosen haben auch alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Was haben sie denn falsch gemacht? Naja, sie sind den Deutschen in die Falle gegangen. Die Deutschen haben ihnen eigentlich eine Mohrrübe vorgehalten, nämlich indem sie sozusagen nach Belgien einmarschiert sind, in Holland, wie im Ersten Weltkrieg. Und sie sind ihnen entgegenmarschiert und haben nicht geglaubt, dass deutsche Panzer durch die Ardennen sie abschneiden könnten. Und als die Deutschen durch die Ardennen marschiert sind, war da niemand. Die belgischen Ardennenjäger sind abgezogen worden. Und die deutschen Generäle, das wissen wir heute, glaubten selber nicht,
glaubten selber nicht, dass sie es schaffen würden, Basedon über die Maas zu gehen und dann die Briten einzukesseln. Also als die deutschen Panzer am Kanal standen, guckten sich ja die Soldaten ungläubig an und sagten, was ist hier eigentlich passiert? Also an dieser Operation kann man sehen, wie wenig man militärische Geschehnisse voraussagen kann. Denn wenn wir hier sitzen würden im Jahre 1939 als wohlmeinende Experten, wir hätten alle gesagt, das kann überhaupt gar nicht klappen. Es hat aber geklappt und das führt natürlich dann zu einem Nimbus, der ins Unendliche führt. Der größte Führer aller Zeiten wird geboren. Diese Bezeichnung. Und da, nach dem Sieg über Frankreich, schien es keine Grenzen zu geben. Gleichwohl stand ja am Ende dieses Feldzugs das Ereignis von Dünkirchen, als 380.000 Mann nicht in Gefangenschaft gerieten, sondern sich nach Großbritannien absetzen konnten. Großes Rätsel war ja lange Zeit die Frage, ob Hitler das bewusst zugelassen hat oder nicht. Was war da geschehen, Herr Müller? Ja gut, wir wissen natürlich, dass Hitler ja eigentlich es vorgezogen hätte, sich mit Großbritannien zusammen die Welt zu teilen, mit Großbritannien sich zu verständigen. Er macht ja hat im Oktober 39 eine sogenannte Friedensrede gehalten. Er hat nochmal nach dem Sieg über Frankreich versucht, Großbritannien zu gewinnen. Und das endet dann in Hassausbrüchen, die zu Coventry dann führen und so zu einer Kriegführung dann im verstärkten Maße. Ja, er hat da eingegriffen in die Operationsführung, aber es war eben auch auf Seiten der Heeresführung ein Moment da, wo man große Besorgnisse hatte, dass die Sache in Dünkirchen also wackelig sein könnte. Und was dann kommt eben hinzu, dass Göring angeboten hat, er werde diesen Kessel von Dünkirchen mit seiner Luftwaffe dann auslöschen. Das hat nicht funktioniert. Es hätte natürlich funktionieren können. Insofern ist die Spekulation darüber, ob Hitler nun die Briten hat entkommen lassen wollen, hinfällig, denn daran konnte er ja nicht interessiert sein. Also wenn die Dünkirchen erobert worden wäre, besetzt worden wäre, dann hätte in Großbritannien nur noch die Heimwehr zur Verfügung gestanden mit Schrotflinten und alten Männern. Das hätte natürlich für seine Absicht, jetzt nicht England zu erobern oder zu besetzen, es war gar nicht nötig, aber sich mit England zu verständigen, mit den Episern, die es ja immer noch gab, oder woran er glaubte, dass es also in der englischen Führungselite Leute gab, die durchaus bereit waren, sich mit ihm zu verständigen auf der Basis einer deutschen Kontinentalherrschaft und Englands Herrschaft in Übersee. Also da hat er sich Illusionen gemacht und es wäre völlig unsinnig gewesen, darauf zu verzichten, hier diesen militärischen Erfolg einzuheimsen. Tatsächlich folgte dem ja die sogenannte Battle of Britain, die in England ja heute noch für nationalen Stolz sorgt, weil man die drohende Gefahr eines deutschen Angriffs durch die ruhmreiche Royal Air Force abgewehrt habe. Finest hour. Aber wollte Hitler denn allen Ernstes wirklich eine regelrechte Invasion in England oder war das doch nur eine Art von Drohgebärde? Also ich halte diese Operation Seelöwe, diese vorbereitete Landung, eigentlich für eine Drohgebärde. Und wenn man sich diesen Plan anschaut, also dieser Plan hätte mit Sicherheit nicht funktioniert. Und man sieht auch, dass keiner so richtig mitmacht. Also die Marine nicht, die Luftwaffe nicht, das Heer sind die einzigen, die denken, das ist eigentlich sowas wie der etwas breitere Rhein, dieser Kanal. Und man sagt ihnen immer nein, also das ist schon ein bisschen schwieriger. Und man muss es eigentlich so interpretieren, dass Hitler nicht versteht, warum England sich mit ihm nicht verbündet, warum es keinen Ausgleich gibt. Und er also eine Drohkulisse aufbaut und nur hofft, dass dann doch die Episer, Halifax und andere sich mit ihm vergleichen. Und es gibt ja auch Gespräche mit Diplomaten noch 1941, wo deutlich wird, Hitler versteht es einfach nicht. Er versteht es nicht, warum die Briten nicht sagen, wir germanischen Cousins einigen uns irgendwie. Also die Operation Seelöwe, wenn man mal sich auch andere militärische Planungen ansieht, glaube ich nicht, ist im letzten Endes nicht wirklich ernst gemeint gewesen. Bloße Drohkulisse, auch deswegen, Frau Vollmer, weil im Herbst desselben Jahres ja schon das Unternehmen Barbarossa vorbereitet wurde, der Angriff auf die Sowjetunion. Da gab es ja jahrzehntelang die These und die Diskussion von einigen Leuten vorangetrieben, dass das Ganze nur ein Präventivkrieg gewesen sei. Warum geistert diese These eigentlich heute immer noch herum? Was meinen Sie? Ja, weil man natürlich wusste, was in Stalins Sowjetunion in der Zwischenzeit passiert war.
Also diese riesigen Säuberungen, auch diese millionenfachen Opfer. Und wusste, dass also jedenfalls der Antibolschewismus von Hitler so radikal war wie sein Antisemitismus. Und dass es ihm dann möglicherweise so eine Art von Erklärung gegeben hätte, er tue da etwas für Europa. Ich persönlich glaube aber, wie die beiden Kollegen auch, dass die eigentliche Vorstellung von Hitler, die ja immer obsessiver wurde und sich auch immer mehr von der Wirklichkeit entfernte, aber eigentlich grob so darin lag, dass er sagte, es muss ein starkes europäisches Kontinentalreich geben. Österreich-Ungarn war zusammengebrochen und er fand, es war zusammengebrochen, weil es ein Vielvölkerstaat war, keine klare Führung hatte, die er ja dann in dem Arischen Reich haben wollte. Und weil es in Österreich-Ungarn eben diese bolschewistischen Kräfte und Sozialdemokraten gab, die er alle in gleicher Weise hasste. Und dass er dachte, es muss nur, er findet in Deutschland die Wiederherstellungsmöglichkeit eines solchen Kontinentalreiches mit der Wehrmacht, mit der großen Bürokratie und unter dieser arischen Prämisse. Und meinte, dann eine Art von Agreement mit England hinzukriegen, zu sagen, wir überlassen euch die Seemacht. Wir sind nicht wie Kaiser Wilhelm, aber wir übernehmen jetzt die Unterwerfung des Kontinents und da werden uns ja einige der unterdrückten Völker auch zustimmen. Es kam aber eine Sache noch dazu. Eigentlich hielt er auch nicht viel von seiner Wehrmacht. Er fand sie ein bisschen lahmarschig und er meinte, dass sein persönlicher Wille, und da wird es immer obsessiver, dazu gehört seine Napoleonsfähigkeiten. Und deswegen unternimmt er, das kann man ja richtig an der Landkarte sehen, überall so ein System von Hauptquartieren. Er sagt, in Berlin seht ihr mich nicht mehr, Diplomatie ist auch nicht mehr, ich werde den grauen Rock nicht mehr ausziehen, bis wir unser Ziel erreicht haben. Und meint, er muss persönlich die Wehrmacht und die Truppen inspirieren. Und rechnet deswegen alle Einzelerfolge sich selbst zu. Und deswegen denkt er, ich mache mein Hauptquartier in Ostpreußen und von da aus leite ich das Unternehmen Barbarossa. Und nur wenn ich meine Truppen inspiriere, können sie siegen. Und da wird es immer Napoleon ähnlicher, immer obsessiver und immer wirklichkeitsfremder. Also dieser Traum von Unternehmen Barbarossa, ich bleibe dabei, der blieb ja nun im Dezember 1941 vor Moskau stecken. War das schon der eigentliche Wendepunkt des Krieges und nicht erst Stalingrad, Moskau 1941? Naja gut, Sie müssen sich daran erinnern, dass also Hitlers Heerführer ja im Ersten Weltkrieg Russland besiegt hatten. Ja, also Russland ist dreimal geschlagen worden, 1905 von den Japanern, 1917 von den Deutschen, 1920 von den Polen. Also Russland schien ein einfacher militärischer Gegner zu sein, zumal nach den stalinistischen Säuberungen und Veränderungen. Also insofern war die Überraschung natürlich groß und die ganze strategische Kriegführung war ja darauf gerichtet, dass also dann nach Barbarossa die Wehrmacht dann gegen angelsächsische Positionen dann angreifen sollte. Also dieser Kriegsplan geriet ja ins Rutschen. Das war insofern das Scheitern Barbarossa, was sich relativ früh schon im August, September 41 abgezeichnet hat. Wodurch bedingt? Falsche Entscheidung oder hätte es klappen können? Naja, Hitlers Generale, die auch nach 1945 noch vielfach glaubten, hätte man nur ihren Ratschlägen gefolgt. Ihren genialen Ratschlägen. Ihren genialen Plan. Dann hätte der Krieg gewonnen werden können. Die sind im Sommer 41 in einem Dilemma gewesen durch die strategische Aufstellung. Gewinnen. Sie haben im Grunde genommen aber nicht mehr daran gedacht, dass 1917 die Rote Armee geschlagen worden ist, nicht nur, oder die russische Armee, nicht nur durch rein militärische Kriegführung, sondern durch politische Kriegführung, weil man einen gewissen Wladimir Lenin aus der schönen Schweiz nach Russland transportiert hat, mit den Goldmillionen des deutschen Generalstabs ihn gekauft hat und er hat also Russland revolutioniert. Das macht man 1941 noch nicht, darauf verzichtet man im deutschen Übermut. Und insofern scheitert das. Aber der andere Punkt im Dezember kommt natürlich noch hinzu. Das Scheitern des Kriegsplans ist eine Sache, dass der Krieg länger dauert als erwartet. Es kommt noch hinzu der Kriegseintritt der USA. Und da kann man wieder zurückschauen nach 39, was wäre gewesen, wenn. 41 haben wir die Situation, dass die Amerikaner endlich sozusagen begreifen, die amerikanische Bevölkerung, dass eben
Europa sozusagen, dass die Demokratien in Europa untergegangen sind, dass hier eine weltbedrohende Tyrannei entstanden ist, die es zu bekämpfen gilt. Und insofern der späte, allzu späte, denke ich, Kriegseintritt der USA bewirkt nun einen Umschwung, auch bei Hitler, auch in den Köpfen der Militärs, die sich an 1917, 18 erinnert haben. Sie haben im Osten gesiegt, im Westen aber verloren durch das Eingreifen der Amerikaner. Und genau das droht sich zu wiederholen. Und da kommen wir dann zu dem Entschluss. Ist ja nicht zufällig, dass Hitler dann die Entscheidung, jetzt die sogenannte Endlösung der Judenfrage auszudehnen, zu einer systematischen Auslöschung des jüdischen Volkes, dass das in diesem, die Entscheidung in diesem Zusammenhang dann fällt und umgesetzt wird. Stichwort Auslöschung des Judentums, Frau Vollmer. Da war ja lange Zeit die Frage nach der Singularität des Holocaust ein Thema. Das war ja auch der Grund für den großen Historikerstreit der 80er Jahre. War denn der Holocaust, so wie er war, mechanisch, systematisch, gründlich singulär? Ja, der Holocaust war singulär, sowohl in seiner propagandistischen Vorbereitung, in der Totalität, in der es überhaupt keinen Ausweg mehr gab, in der organisatorischen Perfidie und auch in der technischen Perfektion, in der er vonstatten gekommen ist, in der er durchgezogen worden ist. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Und die Debatte hatte ja nur zum Ziel zu sagen, kann man das relativieren mit Stalins Verbrechen? Ich glaube, das kann man. Stalins Verbrechen waren im Umfang vielleicht annähernd, haben annähernd so viele Opfer erzeugt. Aber sie hatten eine andere Intention. Sie richteten sich gegen das eigene Volk, während der Holocaust ganz gezielt gegen die jüdische Bevölkerung und dann gegen die slawische Bevölkerung war. Und die Konsequenz davon, ich glaube, das wird kein kluger Politiker heute leugnen, ist, dass es zwar keine Kollektivschuld aller Deutschen, aber eine für unsere Lebenszeit und darüber hinausgehende kollektive Verantwortung dafür gibt. Es gibt sicherlich viele Ähnlichkeiten, das muss man noch mal betonen, nicht? Also was die Systematik anbelangt, die Brutalität und Ähnliches. Aber es machte eben doch einen substanziellen Unterschied. Man konnte also, wenn man ein Klassenfeind im Stalinismus gewesen ist, man konnte in die Partei eintreten. Ja? Also es richtete sich ja, der stalinistische Klassenkampf richtete sich ja gegen den Klassengegner, also bestimmte Bevölkerungsgruppen insbesondere, also jetzt die führenden Eliten, die ausgerottet worden oder deportiert worden sind. Aber man konnte eben als Jude im deutschen Machtbereich nicht in die NSDAP eintreten und sich zu Hitler bekennen. Das hätte gar nichts genützt. Insofern ist der Rassismus sozusagen, die rassistische Begründung für die Vernichtung von Menschen ist so perfide, weil bereits das neugeborene Kind gewissermaßen schuldig und als Untermensch sozusagen eingestuft werden ist und es kein Entkommen gibt, keine Gnade. Es gab keinen Ausweg. Ja. Sie sind ja nun in London. Ja. Lehrend, ja. Herr Neitzel, ist denn die Frage nach der Singularität des Holocaust in der internationalen Forschungsrichtung auch so fest verankert wie in Deutschland? Oder also, ist es offener? Also an den Aussagen generell von Frau Vollmer, von Herrn Müller würde keiner zweifeln. Es ist, glaube ich, ein bisschen eine Entwicklung, dass wir, wie wir mit diesem Phänomen Holocaust umgehen, also wie die Forscher damit umgehen. Früher war es, glaube ich, wirklich so, auch schon durch den Genozidbegriff, der eben auf den Holocaust zugeschnitten war, größte Menschheitsverbrechen und so weiter, dass man jetzt, gibt es eine vergleichende Genozidforschung, die gerade in den englischsprachigen Ländern sehr, sehr intensiv betrieben wird. Und man sieht jetzt, dass die Genozid-Definition, die dann nach dem Krieg eigentlich ein Kompromiss der Siegermächte war, da hat man also schön darauf geachtet, dass also die sowjetischen Verbrechen und Kolonialverbrechen rausfallen, dass das nicht weiterführt und wir, keiner würde sagen, diese ganzen Verbrechen leugnen oder relativieren, sondern es geht eher jetzt in der Forschung darum, welche Mechanismen wirken da, wo gibt es Parallelen, wo gibt es Unterschiede. Und da gehen wir, glaube ich, bei Völkermorden als Phänomen in der Gewaltgeschichte, ich sage mal, ein bisschen entspannter damit um, weil es ein Erkenntnisinteresse geben soll. Da wird der Holocaust dann eben sehr wohl verglichen mit anderen Genoziden, um dann Parallelen Unterschiede herauszuarbeiten. Das hat man ja in den 80er Jahren dann als Folge nicht mehr gemacht.
diese Vergleichbarkeit? Das hat man nicht mehr gemacht und da sind wir einfach, glaube ich, in dem analytischen Erkenntnisinteresse weiter. Nicht? Es gibt eben heute eine Fachrichtung der Genocide Studies. Die gab es eben in den 80er Jahren nicht. Weil man, und da gibt es eigene Fachzeitschriften und da werden eben verschiedene Phänomene einfach untersucht und der Holocaust dann nicht als politisches Argument, sondern als ein historisches Phänomen, das sagen singuläre Elemente hat, die man aber auch mit anderen Dingen vergleichen kann. Und da soll eben, das ist ja keine politische Bildung, die da betrieben wird, sondern das ist, man versucht, Erkenntnisse zu produzieren. Wie kann es sein, dass Menschen, bestimmte Völker, bestimmte Gruppen ausgrenzen? Welche Phänomene sind da? Und was ist da sagen, in dem deutschen Fall besonders? Oder auch denken Sie, Herr Knopp, an die Ausdehnung der Holocaust-Forschung auf die Kollaboration. Nicht? Also hart formuliert war das sozusagen ja ohne europäische Hilfe gar nicht möglich. Aber die Kollaboration beim Holocaust war sehr, sehr unterschiedlich in Europa. Und es ist doch auf der anderen Seite auch zu bemerken, es hat eine Inflationierung der Verwendung des Begriffs gegeben. Nicht? Es ist der Begriff also Genozid heute. Genozid heute wird popularisiert. Ist also das stärkste politische Signal, sodass also mit dem Begriff Holocaust Genozid im Grunde genommen die Welt den Atem anhält und es dann also im Kosovo eingesetzt worden ist, also um die Unterstützung des Westens. Es gibt kein Urteil mehr der einzelnen Situation gibt. Ja, und das ist tatsächlich so. Es ist im Grunde genommen also eine Instrumentalisierung eines sicherlich bezogen auf die geplante Vernichtung des jüdischen Volkes einzigartiges Phänomen, das aber mit vielen ähnlich gelagerten durchaus in Verbindung steht, ist zu einem politischen Kampfbegriff geworden, als ein Alarmzeichen höchster Art. Und da ist es dann doch sinnvoll, dass man sich gelegentlich daran erinnert, worauf es sich eigentlich bezieht und dass diese Inflationierung, die durch die Spezialforschung zustande kommt, dass das die Politiker und auch die Menschen heutzutage nicht davon abhalten sollte, sich also nun von den gegenwärtigen Problemen ein Bild zu machen und zu entscheiden und sich nicht von solchen, allein von solchen Signalen, die sich auf Vergangenheitsbilder gründen, mobilisieren zu lassen. Lange wurde in der Diskussion zum Zweiten Weltkrieg und zur Nazizeit in der Regel ja nur von Deutschen als Täter gesprochen. Seit, ja, sagen wir mal, Anfang des Jahrhunderts sprechen wir nun mehr und mehr auch in den Medien, in großen Filmen etc. von Deutschen als Opfer, sei es des Bombenkrieges oder Flucht und Vertreibung. Ist das wohlfeile Aufrechnung, Relativierung oder völlig legitim und an der Zeit? Es ist legitim und an der Zeit. Trotzdem ist jeweils danach zu fragen, aus welchen Gründen diese Debatten jetzt auftauchen. Und ähnlich wie es eine politische Manipulierbarkeit des Begriffes Genozid gibt oder Kriegsverbrechen, gibt es inzwischen eine sehr starke Politisierung des Opferbegriffs. Und er hat häufig... Alle wollen Opfer sein. Ja, die Opfer sind die Sieger. Ja. Jedenfalls die höchste öffentliche Aufmerksamkeit für sich beanspruchen können. Und das schafft wieder eine Verwirrung in der Beurteilung dessen, was historisch war. Also deswegen bin ich auch ein großer Gegner zum Beispiel der Heranziehung des Auschwitz-Vergleichs, egal für welche aktuelle politische Situation oder Entscheidung. Das hat in der Regel nur böses Blut geschaffen und schafft nicht mehr Durchsicht und auch nicht mehr Entscheidungsfähigkeit. Nachfrage, allerdings gibt es... Es gab einfach große Volksgruppen, Vertriebene zum Beispiel, die schwer traumatisiert waren von ihrem Eingliederungsprozess in die Restbundesrepublik zum Beispiel. Und da gibt es eine Notwendigkeit, angemessen über deren Opfererfahrung zu reden, aber immer unter dem Aspekt, dient es dem Zusammenhang der Bevölkerung und dient es der Friedensfähigkeit der Zukunft. Deswegen nochmal. Das Entscheidende ist, dass man nach Kriegen eine Friedensordnung und einen Friedenszusammenhang schafft. Und zwar mit allen, mit den Besiegten, aber auch mit den Opfern, die traumatisiert natürlich zum Träger von Ressentiments werden und damit eine Friedenspolitik der Zukunft schwierig machen. Auch heute nach dem Ende des Kalten Krieges wäre das
absolut notwendig. Und nur darum finde ich Rückblick nach anderen Situationen, wo ein Krieg zu Ende war, wirklich fruchtbar. Das kann man heute daraus lernen, wo es da Defizite gegeben hat. An unserem Beispiel können wir natürlich auch sehen, dass ein wirklicher Fortschritt in der Vergangenheitsbewältigung eigentlich erst mit der nächsten Generation möglich ist. Also wenn man in den 80er Jahren über Flucht und Vertreibung diskutiert hat, dann hat man es mit vertriebenen Funktionären zu tun gehabt, die selber noch mit dem Parteiabzeichen der NSDAP Volkstumspolitik betrieben haben. Heute melden sich die letzten Überlebenden von Flucht und Vertreibung zu Wort. Das sind die Kinder von 1945. Und das, die können mit einem ganz anderen Recht für sich den Opferbegriff eben auch reklamieren. Sie lenken den Blick darauf, dass Kriege unabhängig davon, wie Staaten und Regierungen konstituiert sind, letztlich die Kinder und auch die normalen Bürger Opfer eines Krieges werden können. Und selbstverständlich ein Staat, der eine Aggression begangen hat, den Zweiten Weltkrieg, einen Vernichtungskrieg geführt hat, am Ende schlägt es auf die eigene Bevölkerung zurück. Und darüber Hitlers letzte Opfer sozusagen. Hitlers letzte Opfer. Und er wollte sie ja nicht. Sie sollten dem stärkeren Ostvolk weichen. Also ja, er war ja bereit, sozusagen noch die letzte deutsche Frau, das letzte deutsche Kind zu opfern, weil sie ja aus seiner rassenideologischen Sicht versagt hat. So, also zur Erinnerung an all das wird es ja demnächst, Frau Vollmer, ein von der Bundesregierung gefördertes Zentrum gegen Vertreibungen geben. Unterstützen Sie das? Ich habe eine Zeit lang unterstützt, dass es im europäischen Rahmen, weil es gab im europäischen Rahmen gerade nach dem Zusammenbruch von Österreich-Ungarn und gerade in der Weimarer Zeit, gab es natürlich sehr viele nationale Bemühungen, homogene Reiche zu schaffen, die immer mit Vertreibungen auch verbunden waren. Also das ist ja die dunkle Kehrseite des Nationalismus. Das ist ja, auch heute muss man das sagen, das ist ja nicht nur ein Befreiungskampf, wenn ein Volk eine Nation haben will, sondern entscheidend ist, wie gehen sie mit den nationalen Minderheiten um oder sorgen sie dafür, dass die entweder mindere Rechte haben oder rausgedrängt werden. Das heißt also, die Vertreibungsfantasie ist eine gesamteuropäische. Allerdings habe ich meine Zweifel, wenn man die verschiedenen Vertreter der vertriebenen Gruppen in ein solches Zentrum zusammenbringt, ohne Historiker, ohne eine Erweiterung des Blicks, dass es wirklich nicht nur der Vertiefung der Opfererfahrung, sondern der Erhöhung der Friedensfähigkeit oder Dialogfähigkeit gibt. Und am Ende müssten bei solchen Aufarbeitungen müsste immer die Grundidee des Westfälischen Friedens stehen. Nämlich, dass man versucht hat, was geht, von der Vergangenheit zu klären, dass man nüchtern weiß, dass vieles nicht zu klären ist und dass man hofft, dass nach dem Tun des Menschenmöglichen alle, also diejenigen, die sagen, wir wollen zusammenleben und wir wollen auch die Vergangenheit ruhen lassen, dass die stark genug sind. Also nur in der Vergangenheit zu bohren, da sind wir Deutschen ein bisschen Weltmeister. Aber es gibt doch eine Stiftung, Zwischenfrage, es gibt doch eine Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung, die sich diesem, was Sie sagen, eigentlich widmet, mit Historikern. Ja, ich weiß das. Ich habe ja in meinem ganzen Leben unglaublich viel mit Vertriebenen, auch mit Opfergruppen zu tun gehabt. Ich wollte nur sagen, die Schwierigkeit ist, wenn Sie dann einer solchen Gruppe sagen, was müssen wir nun tun, dass ihr wirklich versöhnt seid, dann kriegen Sie darauf keine klare Antwort. Es heißt immer erst, man soll an uns denken. Aber dann kommt, ja, aber man muss auch wissen, dass da noch Eigentumsansprüche sind und so weiter. Es ist sehr schwer für einen traumatisierten Menschen, ich klage den gar nicht an, das gehört zur Traumatisierung dazu. Es ist sehr schwer für den zu sagen, was erfüllt sein muss, damit er wirklich vergessen kann oder verzeihen kann. Vergessen ist ja nicht möglich, aber damit er wirklich verzeihen kann. Das ist immer das Dilemma dabei und das müssen andere leisten. Das ist die Aufgabe von Staaten, dass sie zwischen den verschiedenen berechtigten Traumata und Bedürfnissen und Wünschen und Fantasien der Menschen etwas schaffen müssen, was viele unbefriedigt lässt,
was aber der nächsten Generation eine Basis für die Zukunft gibt. Und dazu gehört auch, frei von alten Aufrechnungen zu sein. Das Problem ist doch aber hauptsächlich betroffen in diesem bisher nicht glückhaften Dialog, sind doch unsere polnischen Nachbarn. Nicht? Wenn wir über Flucht und Vertreibung reden, dann sind das hauptsächlich unsere Gesprächspartner. Und es ist bis heute ausgesprochen schwierig, diesen Dialog zu führen, was eigentlich erstaunlich ist, weil die Polen ja selber mehrfach Opfer von Vertreibung geworden sind, nach dem Zweiten Weltkrieg eben durch den Verlust der ostpolnischen Gebiete. Und diejenigen, die in ehemals deutschen Gebieten angesiedelt worden sind, sind ja selber Flüchtlinge gewesen. Also eigentlich müsste man annehmen, dass hier ein Dialog zwischen Deutschen und Polen fruchtbar sein könnte. Aber man darf nicht übersehen, dass für Jahrzehnte zur volksdemokratischen Zeit in Polen diese Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg instrumentalisiert worden ist, sozusagen anti-deutsch und mit einer völlig einseitigen Betrachtung auf die Vergangenheit, das aufzubrechen, ist schwierig. Es hat ja auch die deutsch-französische Aussöhnung durchaus eine Zeit lang gebraucht. Wir sind glücklich jetzt dabei, gemeinsame Geschichtsbücher zu haben. Mit Polen ist das, soweit man hört, immer noch ein bisschen schwierig. Aber das ist ein ganz wichtiger Prozess, weil wir aus einer europäischen Interessenlage heraus hoffen müssen, dass sich das weiter fortsetzt. Denn es gibt, um das noch zu erwähnen, zwischen Polen und Ukrainern auch eine Geschichte von Gewalt und Vertreibung, die im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, aber im Grunde genommen auch viel, viel älter ist. Und insofern können wir eigentlich nur hoffen, dass das, was wir an Aussöhnungsbemühungen und Aufarbeitungsbemühungen geleistet haben im Dialog mit den Polen und Franzosen, dass die Polen ihrerseits diese Geschichte auch nach Osten, das heißt nach Kiew, in die Ukraine weitertragen. Das Europäische Haus hat offenkundig in seinem Keller nach wie vor noch viele Leichen. Eine der großen Fragen in Sachen Zweiter Weltkrieg ist ja nach wie vor, warum so viele Deutsche Hitler bis zum Untergang im Frühjahr 1945 gefolgt sind. Wie beantworten Sie diese Frage, Herr Neitzel? Indem ich eine typische Antwort für Historiker gebe, ist alles sehr kompliziert. Also, ja, sie sind gefolgt. Es gab keinen Volksaufstand, aber man muss sehen, dass es nach dem 20. Juli 1944, nach dem gescheiterten Attentat, dass der NS-Staat wie eine eiserne Klammer die deutsche Bevölkerung umfasst hat. Und dass die Spielräume, die der einzelne Normalbürger hatte, in der Zeit von Juli 1944 bis Mai 1945 wirklich minimal gewesen sind. Natürlich müssen wir sehen, die Deutschen haben sich nach 1945 dann auch dargestellt, die waren alle dagegen und es war nur einer schuld und der ist jetzt tot. Natürlich waren, ich weiß nicht, vielleicht mindestens 10% waren überzeugte Nationalsozialisten, die also mit Hitler bereit waren, in den Untergang zu gehen. Und besonders solche Leute, die im Staat Funktionen hatten. Und der Normalbürger hat sich überall in Europa in der Regel an die sozialen Gegebenheiten angepasst. Also natürlich war es nicht so, dass man als Bauer einfach auf die Straße ging, sondern man hat versucht zu überleben. Das ist aber ein ganz wichtiges Stichwort. Also es sollte nicht der Eindruck im Raum stehen bleiben, als ob sozusagen die Deutschen in den letzten Kriegsmonaten sozusagen völlig gefesselt und starr dem System ausgeliefert war oder ihm gedient haben. Ich denke, es ist besser, auf diesen Begriff der Überlebensgemeinschaft abzustellen, denn nach Hitlers Willen, wenn die Deutschen in der Mehrheit alles brave Hitler-Anhänger gewesen wären, hätten sie sich alle totschlagen lassen. Die Mehrheit der Bevölkerung war aber nicht bereit, sozusagen ihr Leben für den Diktator zu opfern, sondern hatte sich von dem Hitler-Mythos und von dem Regime im Grunde genommen, sagen wir mal, ab Stalingrad schleichend gelöst. Und auch das Regime selber, seine Institutionen sind ja zunehmend zerrüttet, weil durch die Vernichtung vieler Innenstädte in den Großstädten, städtischen Zentren der Parteiapparat ja gar nicht mehr so funktionsfähig gewesen ist. Also insofern eröffnen sich eher neue Spielräume für solche Überlebensgemeinschaften. Und wir dürfen unser Bild nicht nur beeinflussen lassen von dem, was sich im Führerbunker abspielt. Ja? Also draußen im Lande sieht das sehr viel komplexer aus. Und ich denke, der Begriff der Überlebensgemeinschaft für die Mehrheit der Bevölkerung ist viel
signifikanter. Nun ist das Ende von all dem, der 8. Mai von der deutschen Kriegsgeneration, ja eigentlich damals subjektiv nicht als Tag der Befreiung verstanden worden. Man nannte es populär der Zusammenbruch. Befreiung wurde ja eigentlich erst mit der berühmten Rede Weizsäckers im Bundestag 1985 sprichwörtlich. Und obwohl die Westalliierten Deutschland subjektiv ja nicht befreien, sondern nur beziehen und dann umerziehen wollten, war es objektiv doch eine Befreiung. Aber von der Roten Armee sprach Weizsäcker nicht. Waren die sowjetischen Soldaten auch Befreier? Nein, das waren sie nicht, jedenfalls nicht von dem Teil des Landes, den sie dann dauerhaft besetzt gehalten haben. Aber Weizsäcker hat sehr wohl auch von der Roten Armee gesprochen. Das habe ich aus dieser Rede doch in Erinnerung. Aber im Sinne von es dauerte, ich finde, aber der Kern der Frage ist doch, haben die Deutschen das als Befreiung empfunden? Da möchte ich noch auf die Frage vorher eingehen. Die Alliierten haben, Helmut Kohl hat mir das sogar mal gesagt, haben tatsächlich eine Untersuchung gemacht, ob der massive Bombenkrieg die Kriegsbereitschaft der Deutschen vermindert oder erhöht hat. Und das Ergebnis war, es wurde nicht veröffentlicht, wohl offensichtlich, dass die Deutschen nach diesem Bombenkrieg gedacht haben, wir haben sowieso keinen Ausweg. Ich sage ja immer, man muss über die Auswege nachdenken, wenn man zwangsläufige Entwicklungen durchkreuzen will. Sie haben gesagt, er hatte sowieso keinen Ausweg und haben dann angefangen, sich tatsächlich kollektiv als Opfer zu empfinden und gar nicht mehr nach ihrer eigenen Schuld und ihrem eigenen Mitläufertum gefragt. In der Vorgeschichte hat das natürlich auch mit den zeitlichen Abläufen zu tun. Hitler ist mit der Mehrheit gewählt worden, aber es gab damals natürlich noch breite bürgerliche Kreise, es gab Gewerkschaften, es gab Arbeiterbewegungen, die wurden ja alle immerhin über einen sehr langen Zeitraum konsequent aus allen Wirkungsmöglichkeiten ausgeschaltet und hatten sich selber, glaube ich, auch nicht genügend auf das Überleben und Weiterhandeln unter den Bedingungen einer solchen Diktatur vorbereitet. Da gibt es ja auch Dinge, für die es keine Vorbilder gab. Also man müsste ja das vergleichen mit der Frage, gab es einen Widerstand gegen Stalin in Russland und wie hat er sich organisiert? Diktaturen gerade dieser Art und wenn die Menschheit darauf nicht vorbereitet ist, sind wirklich sehr, sehr schwer zu überwinden. Also in der Nachkriegszeit hatten die Deutschen ihr Mitläufertum, sie hatten ihre eigenen Opfererfahrungen und sie haben sich, und das finde ich interessant, überhaupt nicht mit denen identifiziert oder nach denen gefragt, die überhaupt auch noch spät versucht haben, etwas zu wenden. Das heißt, es gab eigentlich in der deutschen Aufarbeitung keine, auch nicht einzelne, auch nicht winzige Gruppen, auf die man wirklich stolz gewesen wäre. Und damit ist wäre der Widerstandskreis um Stauffenberg die richtige Adresse gewesen. Nur man hatte ihn erst mal verdrängt. Man hatte ihn erst mal verdrängt und man hat dann auch bei ihm natürlich danach gesucht, ob er nicht auch vorher ein Mitläufer gewesen ist und bei allen anderen auch. Am Ende gab es ja nur, weil alle andere ausgeschaltet und auch wiederum vernichtet waren, gab es ja eigentlich nur noch die Militärs, die noch etwas hätten tun können. Und Militärs in einem Weltkrieg sind natürlich welche, die vorher an Kriegshandlungen teilgenommen haben. Also das heißt, die absolut saubere Biografie, auch die gab es unter den Widerständlern, aber die gibt es unter Diktaturen nicht sehr gut. Die kann es dann nur im Exil geben, aber im Exil kann man Hitler nicht stürzen. Und damit musste man sich beschäftigen. Aber Fragen hätten die Deutschen doch nach diesen können. Und ich glaube, dass ein Teil auch des Unbehagens, sich damit zu beschäftigen, das ist, dass man sagt, gab es denn nicht wenigstens ganz wenige, die es versucht haben und dass man darauf viel zu spät eine Antwort gekriegt hat. Aber immerhin, aber das ist doch nur die eine Seite. Also es ist, wenn wir uns mit den Führungseliten beschäftigen, das haben wir in den 60er, 70er, 80er Jahren ausgiebig gemacht, dann können wir die Frage nach der Verantwortung, nach der erhöhten Verantwortung auch stellen und da finden wir dann solche und solche. Für den Historiker ist bis heute eigentlich ein unbekannter Typus, mit dem wir schwer umgehen können. Das ist der Mitläufer. Ja, der Begriff selber ist negativ belastet, aber die Kernfrage, die sich stellt im Zusammenhang mit dem Dritten Reich, aber auch später mit der Aufarbeitung der DDR-Geschichte und in anderen Fällen, wie überleben Menschen in einer Diktatur? Genau.
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Sie passen sich an das soziale System an. Reicht es aus, zu sagen, jeder zehnte Deutsche war damals in der Partei oder einer ihrer angehängten Gliederungen? Reicht das aus, sozusagen, um zu sagen, aha, das sind die Aktivisten, das wären 10% gewesen? Wir gehen da gern soziologisch dran und sagen, da gab es das deutsch-nationale Bürgertum und da gab es die und die und die Gruppen. Aber das entbindet uns nicht von dem Problem, dass natürlich, wenn wir dann wieder beim Kriegsende landen, es sich solche Überlebensgemeinschaften in Ostpreußen oder Schlesien, die auf die Flucht gehen, sehr heterogen sich bilden. Menschen, die sich entziehen dem Regime, die gar nicht aktenkundig werden, ja? Die einfach nur überleben und damit schon einen Widerstand im Grunde genommen leisten. Und wie lange hat es gebraucht, bevor wir verstanden haben, es gab eben nicht nur Stauffenberg, sondern so unendlich viele Namenlose auch, die im Konzentrationslager gelandet sind, ganz unterschiedlich motiviert, aus religiösen Gründen, was auch immer. Also die Mehrheit der Bevölkerung zu erfassen und da ein zutreffendes Urteil zu finden, ist so wahnsinnig schwierig, weil wir natürlich nicht den Beifall der Ewiggestrigen haben wollen, die da sagen, ja, die Deutschen sind insgesamt natürlich unschuldig, das Dritte Reich ist irgendwie ein Betriebsunfall, das ist halt über uns gekommen. Wir können uns auch nicht der Kollektivschuld einfach ohne weiteres anheimgeben, dieser Vorstellung, dass sozusagen alle Deutschen seit Martin Luther also nun drauf aus waren, nun Juden zu erschlagen, also oder Krieg zu führen, ja, militaristisch völlig verhext. Also der Begriff des Mitläufers, was ist eigentlich mit dem Normalbürger sozusagen, der 40-jährigen Frau, die zwei Putzfrau in einem Rüstungsbetrieb, die drei Kinder aufzuziehen hatte, die ja gar keine Möglichkeit hatte, Flugblätter zu verteilen, die auch nicht gefragt worden ist nach ihrer Meinung. Also wie überlebt man in Diktaturen, in einem totalitären System, in einem totalen Krieg auch noch, der völlig ausweglos ist, weil die Alliierten mit der Forderung nach der bedingungslosen Kapitulation der keine Möglichkeit geöffnet haben, auf die ein erfolgreicher Stauffenberg hätte dann hoffen können, dass es irgendeinen Ausweg gibt aus diesem Krieg, wie 1918, das war ja nicht gewollt. Offenkundig ist ja das noch nach wie vor eine offene Frage. Kommen wir allmählich auf die Zielgerade, meine Damen, meine Herren? In Sachen Zweiter Weltkrieg haben ja auch wir Nachkriegskinder nach wie vor kein leichtes Los. Wir müssen die Vergangenheit, ein schönes Wort, bewältigen. Das tun wir ja nach Kräften und wie manche meinen, längst zu intensiv. Sind wir denn, wie es halb ironisch hieß, inzwischen schon Vergangenheitsbewältigungsweltmeister, Herr Neitzel? Na, ich glaube, dass die Deutschen aufgrund der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs auch einen besonderen Grund haben, sich besonders intensiv mit dieser Zeit zu beschäftigen. Nicht, dass bei anderen Ländern ist ja nicht umsonst der Erste Weltkrieg eher im Fokus, weil zum Beispiel die Opferzahlen da mehr sind. Also es gibt einen Grund dafür, dass die Deutschen sich so intensiv damit beschäftigt haben. Und ich bin eigentlich froh drum, dass Deutschland diesen Prozess hinter sich gebracht hat. Es ist ein schwerer Prozess gewesen, es ist ein schmerzhafter Prozess gewesen. Aber ich glaube, dass wir im Jahre 2014 doch ein hohes Maß an Differenzierung auch erreicht haben. Und dass wir eben nicht nur an Tätern und Opfern denken, sondern dass wir auch das Grauen der Geschichte erkennen können. Und dass es nicht mehr nur Gut und Böse gibt, sondern ja, dass wir merken, dass diese Kategorien eigentlich kaum, in wenigen Ausnahmen, aber kaum greifen. Und diese Differenzierung würde ich mir bei vielen anderen Nationen auch wünschen. Ich würde nicht den Begriff des Erinnerungs- oder Bewältigungsweltmeisters verwenden und wir Deutschen sollten nun auch nicht so tun, zu sagen, also wir haben unsere Geschichte nun aufgearbeitet und jetzt macht ihr nun mal diese Dinge. Also ich glaube, da sollten wir uns sehr zurückhalten und jede Nation sollte nun selber versuchen, sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Ist nicht in der Europäischen Union doch gewissermaßen allmählich das Bedürfnis, dass wir zu einem gesamteuropäischen Narrativ, einer Erzählung kommen? Warum ist das offenkundig so schwierig? Ich glaube, das wäre schön. Und man kann natürlich argumentieren, die europäischen Nationen haben Unterschiedliches erlebt und deswegen erinnern sie das unterschiedlich und es wird immer so sein, Punkt. Also das wäre sozusagen die wissenschaftliche Herangehen. Ich würde mir schon wünschen, dass wir auch die Gemeinsamkeiten, die Übereinstimmungen, die Schnittmenge
sehen, stärker sehen, als das bisher der Fall ist. Denn ich glaube, dass beide Weltkriege letztlich, wenn man herumreist in Europa, deutlich machen, dass das unsere europäische Geschichte ist. Und allein, wenn ich in Großbritannien lebe, merke ich schon, Großbritannien war eben nicht Schlachtfeld in dem Maße wie Frankreich, Deutschland, Polen, Russland. Und da hat sich mentalitätsmäßig dann was getan. Wenn wir die Europäer verstehen wollen, warum wir zum Beispiel so zurückhaltend sind bei Auslandseinsätzen, bei Militär, nicht nur die Deutschen, auch die Italiener und die Spanier und so weiter, da muss man die Geschichte dieser Weltkriege, gerade den Zweiten Weltkrieg, sehen. Und ich glaube, dass eine Erkenntnis auch ist, eben nicht jetzt nur im Täter-Opfer-Dichotomien zu sehen, sondern es ist wahnsinnig schwer, wir müssen das Grau sehen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Herr Müller hat es vorhin besprochen, Ukraine und Polen haben ein Vertreibungsproblem, sie haben sich zu Zehntausenden umgebracht gegenseitig. Die Sachen sind noch gar nicht angesprochen. Also wenn wir diese Differenzierungsleistung, diese schmerzhafte Differenzierungsleistung, die wir Deutschen, glaube ich, ein Stück weit hinter uns gebracht haben, wenn wir das in Europa stärker sehen, wenn wir dieses Kriegserlebnis, das widersprüchliche Kriegserlebnis der Zeitgenossen stärker in den Blick nehmen, da erkennen wir, glaube ich, Parallelen, auf die wir aufbauen können. Schlussfrage geht an Sie alle, Ladies first. Wie gehen wir heute mit dem Zweiten Weltkrieg um? Was ist die Botschaft der Erinnerung? Ich finde, die wichtigste Frage ist, im Vorfeld des Krieges danach zu fragen, gab es Möglichkeiten, ihn zu verhindern? Im Verlauf des Krieges danach zu fragen, wer hat versucht, nach seinen Möglichkeiten etwas zu verhindern? Und in der Nachfrage des Krieges zu fragen, hat man wirklich eine stabile Friedensordnung geschaffen und hat man gearbeitet an einer neuen europäischen Friedenskonstellation? War der Kalte Krieg nicht eine stabile Friedensordnung? Die Angst vor der Atombombe hat den Frieden letzten Endes geschaffen, aber eben um den Preis der Drohung eines atomaren Holocaust. War die Pax Atomica, der aber die Friedensfähigkeit der Völker, wenn sie von dieser Bedrohung weg sind, nicht unbedingt erhöht hat. Das hat man im Balkan gesehen und das sieht man auch in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Also von daher haben wir die entscheidenden Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg meines Erachtens noch nicht gezogen. Und dieses Ideal der Bewältigungsweltmeister, das ist ein Modell. Und das wird man erst im Abstand von 100 Jahren sagen, ob nun unser Umgang mit der NS-Geschichte, nämlich alles unter den Teppich zu kehren, unser Umgang mit der Stasi-Geschichte, alles im Einzelnen zu behandeln, so wirkungsvoll war oder ob nicht so etwas wie Südafrika macht mit der Wahrheitskommission auf Versöhnung orientiert, an großen Figuren, die auch diese Versöhnung praktizieren, wie Nelson Mandela orientiert, ob das nicht auf Dauer sogar friedlicher wird. Herr Müller, mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Naja, wir sollten uns positiv klar werden darüber, dass sich eben seit den 70er Jahren eine europäische Wertegemeinschaft, ein Konsens gebildet hat über die Prinzipien des Zusammenlebens der verschiedenen Völker. Und das fängt damit an, dass man Grenzen respektiert und nicht mit militärischen Mitteln verändert. Dass also der Einsatz von Militär kein Mittel der Politik sein kann, es sei denn in höchster Notwehr. Und wir sind momentan ja in einer Situation, in der wir befürchten müssen, dass diese gemeinsame Erkenntnis in Frage gestellt wird. Und ich denke, da braucht es auch nicht unbedingt jetzt eine vertiefte Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, sondern das sind Selbstverständlichkeiten, wie ich meine, im Umgang der Völker miteinander. Famous last words, Sönke Neitzel. Ja, ich glaube, dass unser heutiges Europa eine Folge des Zweiten Weltkriegs ist und eine wesentliche Folge des Zweiten Weltkriegs ist. Und daran sollten wir uns erinnern, dass es der Zweite Weltkrieg unsere gemeinsame europäische Geschichte ist und dass wir getragen sind, wie alle Europäer getragen sind von dieser Erfahrung und dass es da mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt. Die Geschichte kennt kein letztes Wort, sagt Willy Brandt. Ich fürchte, er hat recht. Ihnen allen danke ich für Ihre interessanten Diskussionsbeiträge. Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu.